Und einen wunderschönen guten Morgen und damit auch mal wieder recht herzlich willkommen zu Part Nummer 2 von dieser modernen Villa. Ich weiß, heute kommt das Video ein bisschen später und es sollte eigentlich Dark Souls kommen, aber ich kam nicht zum Schneiden, weil die nächste Folge wird halt ziemlich viel zusammengeschnitten werden. Und dies, das und... Ach, seid einfach zufrieden. Ich wollte es nur kurz erklärt haben und wir machen sofort weiter für die Leute, die einfach nur ein cooles Tutorial sehen wollen. Deswegen, Leute, fangen wir hier weiter, machen wir hier weiter. Abgesehen davon, für die Leute, die jetzt erst eingeschaltet haben, wer gerne den ersten Part von dem Tutorial sehen möchte, der schaut am besten jetzt mal unten in die Videobeschreibung oder schaut auf die Playlist oder schaut auf meinem Kanal vorbei. Alles ist möglich. So, wir labern aber nicht lange, sondern ziehen hier die Geschichte einfach mal durch. Einfach mal so, bam bam. Und hier oben dann die Slabs auch. Ich würde sagen, wir ziehen das auch bis hier hindurch. Oder wie wollen wir das machen? Ja, ich würde sagen, wir machen das gar nicht viel größer. Huh? Hier oben dieses Stückchen. Dann machen wir das einfach mal so. Gehen hier hin. Also, falls ihr euch fragt, ich sage halt jetzt nicht immer die Längen und so. Ich arbeite dann halt mit den Sachen, die ich hier schon gebaut habe. Hier sind es drei und dann bla 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 bla. Ihr könnt es ja sehen. Hoffe ich zumindest. Obwohl, ihr guckt gerade nicht in 1080p. Ihr guckt nur in 720p. Also von daher, wird schon gehen. Wird schon irgendwie passen. So, mein Trackpad ist noch an. Das gefällt mir natürlich nicht so. So, meine Freunde, aber jetzt kommt der coole Teil. Auf den freue ich mich schon die ganze Zeit, weil das macht nämlich echt Spaß. Und zwar holen wir uns Schilder. Zumindest, wenn wir Bock drauf haben. Aber ich denke, wir haben Bock drauf. Also von daher können wir das ruhig mal machen. Und dann, wir müssen erst hier mal da hinten den Rest bauen. Ne? Geht das überhaupt anders? Nee, ich glaube... Okay, kommen wir gleich zu. Nicht lange gelabert, kriegen wir hin. So, pass auf, dann machen wir hier mal kurz so einen Vorsprung in etwa... Ja genau, wir ziehen das einmal hier rum, gehen hier hoch, bam, 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 bam. Ich bin übrigens ein bisschen aus der Übung gerade, fühlt sich zumindest so für mich an. Ich weiß auch nicht warum. Komische Geschichte, du. Und dann machen wir hier oben einmal so zwei Blöcke und dann... Genau, ziehen wir das hier so hoch. Dann können wir hier nämlich noch so ein kleines Fensterchen rein haben. Hatte ich so vor. Wird auf jeden Fall interessant. Kann ich versprechen. So, dann gehen wir hier hinten eins nach hinten und ziehen hier diese Linie einmal nach hinten durch, bis wir hier angekommen sind. Wunderbar. Das hier wird dann gleich aus Holz weitergemacht werden und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, gleich. So, dann platzieren wir hier überall auch schon mal Holz, damit wir das dann schon mal wissen, ne? Einmal so. Komm, dann ziehen wir das hier auch gleich noch hoch. Dann haben wir es nämlich hinter uns. Hoho! Okay, einmal so. Und genau, das wird im Prinzip unser Balkon. Ja, das wird cool. Das wird cool. So, jetzt machen wir hier zwei Blöcke breit. Machen wir hier einmal so eine Wand hin. Und danach kommen hier im Prinzip nur noch Fenster hin und Türen. Genau. Das ist so der Plan. Vielleicht mache ich hier schon gleich die Tür, die so ein bisschen offen steht. Einmal so und dann gucken wir einmal hier dran. Machen einmal so. Und dann brauchen wir hier irgendwie noch... sowas, womit man es zumachen kann oder so. Keine Ahnung. Denkt euch das aus. Nein, keine Ahnung. Ich sag viel zu viele keine Ahnung. Entschuldigung, Leute. Ich höre jetzt auf mit keine Ahnung. Es ist genug keine Ahnung für heute. So, einmal so und dann können wir hier dran gucken und dann können wir das Glas relativ einfach platzieren. Einmal so. Und dann hier platzieren wir auch nochmal Glas hin. Und dann können wir hier durchgehen und wunderbar, dann haben wir hier eine tolle Fassade. Hey! Cool, oder? Ja, schon. Heftig. Also ich finde das cool. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Ich finde das cool. So, hier kommt dann ein bisschen Holz hin, dann sieht das so in etwa aus. Ja, das wird auf jeden Fall langsam. Jetzt, meine Freunde, müssen wir viele Schilder platzieren, weil ich was Cooles vorhab. Ah, keine Buchstaben reinschreiben, sonst funktioniert das Ganze nicht. Warte, wie funktioniert das jetzt nochmal? Irgendwie geht das. Ah, genau, man muss dann Shift drücken dabei. Ganz wichtige Geschichte. Sonst klappt das Ganze nicht. Hä? Wieso geht's? Doch, hier geht's auch wieder. Und ich hoffe, ich kann das Ganze dann stacken. Das wäre nämlich echt Premium dann. Moment, dann probieren wir das doch mal ganz kurz. Ich will das auch nicht ganz bis nach vorne durchziehen, aber es sollen halt so Sonnenblenden werden für die Leute, die nicht wissen, was ich gerade mache. Es sollen Sonnenblenden werden. Richtig. So, komm, einer geht noch. Jetzt markieren wir uns das Ganze einmal von hier bis hier und gucken jetzt mal in die Richtung und machen mal Stack. Fangen wir mal einfach an. Gucken wir mal, wie weit wir mit 8 kommen. 8 sieht... Ah, okay, hier stackt es dann nicht weiter. Das ist natürlich blöd. Das ist ärgerlich. Okay, dann müssen wir es halt alles per Hand machen. Einmal per Hand überall Schilder dran klatschen. Wer macht das nicht gerne? Also ich mache das total gerne.
Willst du mich verarschen jetzt oder was ist da los? Ab und zu klappt das noch nicht so mit dem Schilderplatzchen. Dankeschön. Also man muss so ein bisschen rumprobieren, aber es geht und dann hat man voll coole Sonnenblenden. Das sieht dann auch von unten relativ geil aus. Hat man dann so diese Sonnenblenden, wie gesagt. Okay, Leute, pass auf. Ich habe mal die äußerste weggemacht. Also, dass wir jetzt hier frei 4 Reihen haben. Ich denke, das sollte passen. Und irgendwie bin ich heute ein bisschen müde oder unausgeschlafen und rede deswegen komisch. Ich entschuldige mich dafür. Aber davon lassen wir uns natürlich nicht ablenken, sondern machen mit unseren Schildern weiter, wenn es mich denn lassen würde. Dankeschön. Man muss immer neu shiften. Okay, also ihr könnt nicht Shift gedrückt halten und da lang gehen. Weil jetzt wird es nicht funktionieren. Aber wenn ich jetzt neu shifte, dann geht es. Und natürlich schreibe ich ein D hin. Natürlich. Shift, Dankeschön. Shift, Dankeschön. Shift, Dankeschön. Dann hier wieder dasselbe. Ohne A diesmal. Dann hier. Dankeschön. Dankeschön. Einmal ein Schild hingeklatscht. Ihr wollt auch noch Schilder haben, aber natürlich. Einmal bitteschön ein Schild ohne D. Und jetzt haben wir hier unsere tollen Sonnenblenden. Ich kann es gerne nochmal sagen. Wer mag das Wort Sonnenblenden? Ich mag das Wort Sonnenblenden. Sonnenblenden. Toll, oder? Und das gibt auch tatsächlich Schatten und das finde ich eigentlich ganz cool. Vielleicht könnte man sich dann so denken, dass man die drehen kann oder so. Keine Ahnung. Stellt euch was vor. Wenn ich recht überlege, ziehen wir das hier noch 3 Blöcke weiter. Und dann hier folglich auf der anderen Seite auch noch bis hierhin. Dementsprechend, ne? Markieren uns das Ganze mal. Huch, was war denn das für ein Ruckler? Minecraft, das war jetzt nicht cool. Machen wir mal. Nein, nicht 43. Was habe ich gemacht? Irgendwas habe ich gemacht. //undo. Das wollte ich nicht. Wir gucken nach hier und machen Stack 3. Meine Güte, ey. Was ist denn das hier heute? 3. Dankeschön. So, ich gehe mal mit meinem Mikrofon ein bisschen näher ran. Ich hoffe, man hat jetzt nicht ein zu starkes Rummeln gehört. Und dann sollten wir in der Lage sein, weiterzubauen. Unsere Frontfassade steht ja immerhin schon mal. Hier kann man natürlich definitiv noch ein bisschen was drehen. Ich würde das hier gerne so ein bisschen offen lassen. Und dann würde ich hier gerne, wo das hier aufhört, sowas haben. Und dann... ja, genau. Genau. Johannes, hast du gut gemacht. Nee, wir lassen das hier offen und ziehen hier die Wand durch. Haha, haha, haha. So machen wir das. Einmal bis hierhin. Und dann hier die 2 ausgefüllt. Bam, 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 bam. Oder nee, wisst ihr was? Wir machen hier machen wir ein Loch rein. Einmal kurz Roll Edit benutzt. Einmal //Z0. Machen wir hier ein Loch rein und dann machen wir hier hinter die Fassade oder die Wand. Genau. Genau das ist der Plan. Das klingt doch nach einem guten Plan. Johannes, hast du gut gemacht. Nehmen wir hier einmal ganz kurz Roll Edit und machen //Z5. Wunderbar. Können wir dann hier im Prinzip auch nochmal machen, damit wir das dann gleich nicht so lang ziehen müssen. Einmal Z5. Machen wir hier dann so eine schöne fette Tür rein oder so. Genau, hat man hier dann so einen Vorraum. Es fängt an, Gestalt anzunehmen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. So, bam, 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 bam. Und hier in die Ecke muss dann noch was hin. Genau, wunderbar. Einmal so. Ich denke, ich werde dann... Genau, was werde ich denn? Was wirst du denn machen, Johannes? Was wirst du? Das ist schon mal eine gute Frage. Ich denke, ich werde hier das Ding ein bisschen weiter nach hinten durchziehen. Oder wisst ihr was? Wir machen erstmal hier hinten weiter. Machen wir erstmal hier weiter. Und zwar machen wir weiter, indem wir hier überall Quarz platzieren. Es wird relativ simpel hier an dieser Stelle. So, bis wir hier ankommen, dann ziehen wir das Ganze. Eigentlich, meine Damen und Herren, können wir das Ganze einmal markieren von hier bis hier. Und können das jetzt mal 10 Blöcke in diese Richtung stacken. 10 Blöcke. Machen wir einmal ganz kurz Weather Clear, damit der Regen uns nicht auf die Eier geht. So. Ah, ich weiß noch nicht. Hiermit bin ich noch nicht so ganz einverstanden, deswegen reißen wir es ab hier mal weg. Wer sich jetzt fragt, wie weit das ist, ist es von dieser Kante entfernt. 6 Blöcke. Der 7. Block ist es dann. Machen wir einmal ganz kurz, markieren wir das hier mal. Machen einmal kurz //Z0. Hatte ich nicht eben Weather Clear gemacht? Oh, ich habe mit Doppel-Slash geschrieben. Gut, Johannes. Hast du gut gemacht. Kriegst einen Daumen hoch dafür. //Z5. Dann haben wir hier die Wand auch voll. Das hier geht eigentlich relativ angenehm darüber. Ja, doch. Macht sich auf jeden Fall, die Villa. Es wird definitiv. Gut, 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 gut. Jetzt. Ja, genau. Was jetzt, Johannes?
Wie machen wir das? Ich würde gerne hier vorne, würde ich gerne auch noch so einen Balkon hinmachen. Wie, weiß ich allerdings auch noch nicht so ganz genau, aber kriegen wir bestimmt hin. Wir machen als erstes mal, machen wir das bis... Ach, wisst ihr was, ich zähle es für euch ab. 2 Blöcke, 3 Blöcke, 4 Blöcke, 5 Blöcke, 6 Blöcke, 7 Blöcke, 8 Blöcke, 9 Blöcke, 10 Blöcke, 10 Blöcke, 11 Blöcke, 12 Blöcke, 13 Blöcke, 14 Blöcke, 14 Blöcke, ja. Machen wir einmal slash slash Z Quarz. Einmal so. Damit können wir auf jeden Fall schon mal arbeiten. Da kann man definitiv was rausziehen. Obwohl ich würde eigentlich eher sagen, lassen das nach da hinten offen und nach vorne offen und zu den Seiten machen wir gar nicht so viel, oder? Das wäre doch auch mal eine interessante Idee. Lässt sich drüber reden. Machen wir das einmal kurz zu Holz. Und dann haben wir hier einen riesigen Kasten. Hier vorne sieht das soweit ganz gut aus. Und dann kommt hier im Prinzip... Hierhin würde ich gerne unsere Garage machen, vielleicht so. Oder hier drunter und dann da einen Balkon drauf. Das wäre natürlich auch eine kranke Variante. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Dann lass das doch mal machen. Ich würde sagen, wir ziehen hier kurz nochmal so eine kleine Geschichte rein. Hier mal so. In etwa, ja, das sieht gut aus. Insoweit. Hier kommen dann einmal die Blöcke drunter, damit das hier so abgeschlossen ist. Hier kommt dann ein normales Quarzdach drauf bis hierhin. Zweite Position, Z Quarz. Ja, das S klein geschrieben natürlich. Quarz, einmal diesen da. Huch, jetzt haben wir hier so eine doppelte Decke. Egal, nee. Huch, nicht egal, wollte ich sagen. Komm, hauen wir mal raus. Einmal slash, slash, Z0. Und ihr merkt, ich bin so ein kleines bisschen verpeilt. Ich weiß auch noch nicht warum, aber... Irgendwie, Leute, ist es so. Ich kann es auch nicht erklären. Irgendwie sieht das hier komisch aus. Richtig. Einmal Undo. Entschuldigung. Ich habe hier einen Fehler gemacht. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Dann machen wir hier einmal slash, slash, Z0. Und dann sieht das Ganze so aus. Ja, wunderbar. So wollte ich das doch die ganze Zeit. Wo ist denn das Problem? Hier oben können wir eigentlich was Cooles machen vielleicht. Wir ziehen hier einmal eine Linie durch. Oder eine Reihe. Entschuldigung. Eine Linie durchziehen klingt immer gleich so komisch. Ich weiß. Und dann können wir hier ja so Skylights reinbauen. Das wäre eine coole Maßnahme, oder? Wollen wir hier so Skylights reinbauen? Zwei Blöcke. Und dann würde ich hier gerne die Skylights reinmachen. Zwei Blöcke. Und dann kommen hier die Glasscheiben rein. Genau. Das klingt auch nach einem Plan. Einmal so. Und dann packen wir die hier einmal hin. Einmal hier hin. Einmal hier hin. Bam, 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 bam. Das war falsch platziert. Das tut mir einmal ganz kurz leid. Und dann packen wir hier nochmal Glas hin. Wunderbar. Dann markieren wir uns das Ganze hier. Machen das zu. Ihr habt es geraten. Richtig. Quarz. Sehr, sehr schön soweit. Hier auch noch einmal ganz kurz Quarz hin. Bam. Und dann hätten wir hier unsere Skylights drin. Und dann ist da drin bestimmt schön hell. Weil da überall Licht reinscheint. Genau. Damit kann ich definitiv leben. In eine Richtung und so kümmere ich mich auch gleich noch drum. Obwohl, wisst ihr was? Wir können ja mal ganz kurz... Einfach damit wir es schon mal haben. Sekunde. Machen wir mal so. Ziehen wir das hier durch. Bam. Bis hierhin. Und stellen uns dann hier auf diese Höhe. Und machen einmal slash slash fill 550. Und dann haben wir hier überall im Boden drin. Sehr schön. Cool. Fresh, oder? Ich finde das cool. So. Dann haben wir hier den da. Und hier das können wir eigentlich auch ausfüllen. Das braucht ja kein Schwein. Warte. Richtig, hier hatten wir ja... Ah, hier müssen wir ja so einen Durchbruch machen, sonst kommen wir da ja gar nicht hin. Haha. Das hier kann dann im Prinzip auch weg. Nee, das da kann nicht weg. Okay, gut. Das da bleibt da stehen. Gut aufgepasst, Johannes. Und dann einmal hier hin. Ach, das kann ja nicht weg. Richtig. Und hier kommt dann überall mal Holz hin. Hier oben, das ziehen wir dann im Prinzip auch nur noch mal kurz durch, voll. Füllen wir aus. Das war das Wort, was ich suchte. Richtig. Also, sehr schön. Dann haben wir hier doch schon mal eine schöne Decke drin. Hier unten haben wir auch 4 Blöcke Deckenhöhe. Wie sieht das hier oben aus? 3 Blöcke, ja, kann man aber auch mit leben. Und man hat einen schönen Balkon. Ist bestimmt echt cool, in diesem Haus zu wohnen. Sieht echt cool aus. Würde ich später vielleicht drin wohnen wollen. Doch, könnte ich mir vorstellen. So, allerdings, jetzt müssen wir es hinkriegen, dass das hier hinten auch noch halbwegs schön aussieht. Und da kommt so ein bisschen der Kniff. Weil ich habe ja gesagt, ich habe eine Vorlage aus dem Internet. Also, ein Gebäude... Was, wo ich schon mal war und da hatte ich ein Foto von gemacht.
Und da ist keine Rückseite zu erkennen. Ich weiß noch so grob, wie es aussah, allerdings auch nicht mehr so hundertprozentig. Das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Sollte aber nicht allzu tragisch sein. Wenn wir hier, sagen wir mal, unseren Garageneingang haben. Machen wir den 5 breit. Ja, das sieht gut aus. Was ist für eine Mods-Garage, du Junge, Junge. Okay, passt auf, Leute. Dann packen wir hier, ziehen wir einmal ganz kurz durch. Bis hierhin. Machen das dann einmal hier so. Na, komm. Auf geht's. So, und dann müssen wir das hier im Prinzip irgendwie ausfüllen. Okay, cool. Cool, soweit. Markieren uns ganz kurz das einmal. Das da, machen Quarz. Da ist das gute Stück. Und dann bräuchte ich hier im Prinzip irgendwo ein Garagentor. Sollte aber auch kein großes Problem sein. Machen wir einfach aus Holz. Genau. Einmal so, einmal so, einmal so. Wie wir das hier machen, kümmere ich mich auch noch drum. Kriegen wir hin. So, das Ganze machen wir einmal aus dem normalen Oakwood. Packen das hier einmal so drumherum. Bam, bam, bam. Und da brauchen wir irgendwo... Ja, ich weiß noch nicht ganz, wie ich es machen will. Wisst ihr was, wir machen das hier. So, da machen wir mal ein Loch rein. Ja, sieht gut aus soweit. Packen hier einmal Glasscheiben rein. Bam, bam. Und dann packen wir hier einen Tripwire-Hook. Oder ein... Ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen heißt. Weiß das jemand, wie das im Deutschen heißt? Ich habe keine Ahnung. Und dann kann man da das Garagentor so hochziehen. Ich meine, bei so einer Villa wird das wahrscheinlich keinen Schwein machen, weil jeder eine Fernbedienung hat. Aber man könnte es rein theoretisch per Hand hochziehen, wenn man einen Schlüssel hätte. Genau, so in etwa ist die Vorstellung. Dann arbeiten wir hier doch nochmal kurz mit Slabs. Einfach, damit das Ganze schon mal ein bisschen schöner aussieht. Packen wir einfach mal hier so hin. Bam, 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 bam. Machen das dann hier. Na, obwohl. Ja, doch. Machen dann einmal nochmal so. Und gehen dann hier eine Stufe runter. Und dann machen wir hier noch einmal so. Und dann kann man hier ganz bequem reinfahren. Oh ja, das wird cool. Das wird richtig, richtig cool. Habe ich im Gefühl. So, dann ziehen wir das hier nochmal zwei Blöcke weiter. Und dann habe ich nämlich hier auch noch eine Idee, was wir machen können. Ziehen das hier einmal so lang, bis wir hier drüben irgendwo angekommen sind. Angekommen, wunderbar. Und hier kommt dann unsere Fassade rein. Hier kommt dann von hier bis hier kommt schon mal Holz hin. Set 5. Einmal so. Genau, 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 genau. Ja, das wird cool. Das wird definitiv cool. Von vorne sieht es noch nicht ganz so prall aus, aber ich meine, das ist ja auch nur der Eingang. Von hinten muss das ja cool aussehen, weil da ist ja dann der Garten und so. Und Leute, guckt euch das Stück an. Ah, oh, geht einem das Herz auf. Mir zumindest. Ich habe so ein Faible für Häuser. Ich weiß auch nicht warum. Ob das daran liegt, dass meine Mom Architektin ist oder nicht. Keine Ahnung, aber ich habe irgendwie ein Faible für Häuser. Hm, lebt mit. Fertig. So, hier lassen wir da mal offen, dass man hier rein und raus gehen kann. Ne, ganz gemütlich. Keine große Anstrengung. So, bam. Und dann müssen wir das hier irgendwie schlau machen. Wie machen wir das schlau? Ich würde sagen, wir ziehen als erstes mal diese Geschichte hier unten rein. Bis wir hier ankommen in der Ecke. Wunderbar, das passt perfekt. Dann könnten wir hier das Ganze nochmal so leicht vorspringend machen. Im Prinzip so. Und dann machen wir das hier einmal so. Sieht das Ganze so aus? Gefällt mir das? Ich glaube, das gefällt mir. Wenn man da noch irgendwelche Sträucher reinstellt oder so, könnte das echt cool sein. Okay, okay, okay. Leute, jetzt. Jetzt kommt der Kniff. Nämlich. Kommt eigentlich kein Kniff. Ich wollte es einfach nur sagen. So, bam. Einmal nach hier unten. Zack, das markiert. Einmal zu Quarz gemacht. Nicht zu Holz, zu Quarz. Und jetzt brauchen wir irgendeine coole Idee für den Eingang. Ich habe da zwar schon sowas im Kopf, aber mal sehen, ob das klappt. Wir werden sehen. Wir markieren erstmal dieses Stückchen hier. Gehen dann 1, 2, 3. 3 Blöcke bis jetzt, 4, 5 Blöcke in diese Richtung, markieren das einmal, machen hier Set 5, darf ich bitte raus, dankeschön, danke, danke, vielen lieben Dank. Jetzt könnten wir sowas machen wie, zum Beispiel, fangen wir hier an und bauen dasselbe, was wir da drüben gebaut haben, hier nochmal hin. Die Slabs packe ich gleich hin, oder wisst ihr was, ich kann sie eigentlich auch jetzt schon hinpacken, damit alle glücklich sind und so, ne? Jetzt ziehen wir das hier noch 2 Blöcke raus. 2 Blöcke. Ja, dann sollte das hier oben mit übereinstimmen. Dann können wir das so machen. Und dann können wir hier unten unseren Eingang machen. Ja, so machen wir das. Pass auf, Leute. Relativ simple Geschichte. Bam, 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 bam. Und dann einmal hier so. Markieren wir uns das Ganze einmal. Bam,
bis hierhin markiert, gucken in diese Richtung, stacken das. S kleinschreiben, wichtige Geschichte, 15 Mal. Ah, 15 Mal schickt noch nicht mal. Machen wir, jetzt, okay, das wird interessant auf jeden Fall. Oder, das, ja, wir lassen das mit 15 Mal so. Haha, ich habe eine Idee. Ziehen das hier oben einmal so rum. Packen dann hier überall Slabs hin, damit wir hier unsere Decke drin haben, ne? Relativ einfache Geschichte. Bam, 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 bam. Einmal hier durch. Und hier das einmal ausfüllen. Da muss dann gleich noch Holz hin. Gehe ich einmal nach unten und dann hier rein. Und packe hier einmal Holz hin. Gar nicht einfach, sich hier drin zurechtzufinden. Aber ich denke, wir kriegen das schon hin. Ich meine, wir sind ja ein ganz gutes Bauteam, oder? Du, ich. Ich baue, du baust nach. Klingt nach einem Deal, oder? Ich würde schon sagen. So, einmal so. Hier einmal durch. Türen kann man ja dann von innen drin später machen. Hier muss ich eigentlich auch noch was machen, aber... Ah, wisst ihr was? Ich habe da eine Idee. Nehmen wir mal Wood und nehmen wir da einfach mal die Stairs und die Slabs entsprechend. Und dann machen wir hier auch nochmal so ein Löchelchen rein. So eine Belüftungsöffnung oder was weiß ich. Mal so. Auf welcher Höhe ist das? Das ist hier, wenn ihr diesen Block habt. Eins höher, umgedreht, Loch, Loch. Und dann Stufe. In etwa so. Ja, das sieht auch gar nicht schlecht aus. Wenn man hier dann so Bäume stehen hat und so, geht das eigentlich voll in Ordnung. Hier vorne, hier vorne, hier vorne, hier vorne. Im Prinzip relativ ähnliche Geschichte an der Stelle. Einmal so, ne? Steht dann hier so ein bisschen über. Sieht ein bisschen komisch aus, gebe ich zu, aber... Oder wollen wir das so überstehen machen? Können das auch anders machen. Können das komplett anders machen. Wäre auch eine Variante. Oder wie sieht das denn aus? Lass mich doch mal kurz checken. Es geht eigentlich auch voll klar. Dann machen wir das doch so. Haha, haha, haha. Und dann könnte man hier unten, also diesen Klotz, den ich hier gerade baue, könnte man dann vielleicht so ein Esszimmer reinbauen oder so. Ich habe da eine Idee. Lass mich das mal kurz verwirklichen. Einmal so, einmal so, einmal so. Und dann hauen wir hier auch nochmal die Blöcke raus. Einmal so. Hier kommt er wieder hin. Und dann kommen hier Fenster runter. Habt ihr gerade gesehen, wie ich die Scheiben getroffen habe? Da war ich ja richtig stolz auf mich. Eieieiei. So, machen wir einmal so, machen wir einmal so. Einmal dicht die ganze Geschichte. Und das hier sieht noch ein bisschen komisch aus. Es ragt auch noch ein bisschen weit nach vorne vor. Deswegen reißen wir hier das mal ab. Einmal so. Bam, 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 bam. Hier, das kommt weg. Da kommt nämlich auch noch Glas hin. Einmal so. Und dann lassen wir das so. Ja. Warum denn nicht? Okay. Okay, 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 okay. Jetzt. Hier hätte ich gerne irgendwo die Tür hin. Bedeutet, hier ziehen wir das einfach nur durch. Bedeutet, wir... wie sieht das denn hier aus? Das ist ja alles geschusselt und was weiß ich nicht alles. So. Und hier kommt dann das nach innen versetzt hin. Genau. Richtig, Johannes. Gut aufgepasst. Einmal so. Ne? Hier kurz hingezimmert. Markiert. Markiert. Einmal zu Quarz gemacht. Da haben wir ihn. Und hier machen wir das dann im Prinzip genauso. Lasst mich mal überlegen. Ja, doch, damit kann ich arbeiten. Hier kommen gleich auch noch Fenster rein und so. Also, keine Angst. Kommt noch. Kommt noch, meine Freunde. So. Wie mache ich das jetzt am blödesten? Hier hätte ich auf jeden Fall gerne meinen Eingang. Bedeutet, ich mache das hier irgendwie so ein bisschen pompöser. Mache hier einmal so eine... Pfosten-Dings runter. Dann kommt hier noch so ein Rahmen hin. Einmal so. Einmal so. Einmal so. Hier kommt so eine Slab-Reihe hin, habe ich gerade beschlossen. Sieht ganz cool aus, meiner Meinung nach. Ja, dann sieht das auch so aus, als ob das hier so ineinander fließt. Das ist eigentlich ganz cool. Durchaus. Wie sieht das aus, wenn wir das hier oben machen? Ich glaube, da sieht es kacke aus, oder? Obwohl, es geht eigentlich. Gibt ein interessantes Feeling auf jeden Fall. Dann lassen wir das doch mal so. Hier unten machen wir das dann auch nochmal mit der Slab-Reihe. Ziehen wir durch. Ja, doch. Machen wir das gerade. Sonst sieht das komisch aus. Genau. Und jetzt, meine Freunde, packen wir hier nochmal eine ganz normale Wand aus Holz hin. Keine Angst. Fenster kommen später und so, ne? Einmal markiert und dann gehen wir einmal hier hin. Machen Z5. Wunderbar. Damit kann ich leben.
machen das hier noch einmal so, dann steht das hier so über und so rein. Ja, wirkt hier auf der Seite ein bisschen komisch, interessant, aber dafür haben wir hier die andere Seite, die ist ja richtig Premium. Guckt es euch an. Geht mir das Herz auf. Ist so ein Zwei-Seiten-Haus interessanterweise geworden. Wollte ich eigentlich von Anfang an gar nicht so, aber irgendwie ist es das geworden. Warum, weiß ich auch nicht. So, und ich würde sagen, weil das Haus hier relativ groß ist, machen wir hier auch eine große Tür rein und keine Standardtür, weil einfach platztechnisch und so, ne? Einmal so. Und dann steht hier einmal die Tür offen. Oder wisst ihr was? Sie steht komplett offen. Einmal so und einmal so. Ich bräuchte hier noch irgend so eine Idee für einen Griff, den man hier dran packen kann. Vielleicht, wenn man sich da Glasscheiben holt. Einmal ganz kurz hier oben. Diese da. Wie sieht das denn aus? Lass mich mal kurz was ausprobieren. Hier eine Glasscheibe reinsetze. Ja, sieht ziemlich kacke aus. Also lassen wir das. Genau. So in etwa. Das wäre die Eingangstür. Hier hätte man die Garage. Hier hätte man das. Hier oben, meine Damen und Herren, brauchen wir natürlich auch noch etwas. Sonst geht das ja gar nicht, ne? Also. Lass mich mal kurz hier reingucken. Wie sieht das denn hier aus? Ah, okay. So sieht das aus. Hier hätten wir dann die Wand. Okay. Dann lasst mich doch mal... Vielleicht machen wir hier einfach mal so ein Fenster rein. Mhm. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Einmal so, bam, bam. Dann hier einmal drumherum, bam, bam. Und dann die Kackscheiben in der Mitte platzieren, die ich nicht platzieren kann. Dankeschön. Wie sieht das aus? Durchaus akzeptabel. Da oben ist irgendeine komische Riefe drin, die muss ich mal kurz entfernen. Lasst mich einmal kurz nach oben gehen. Nach oben. Dankeschön. Hier einmal kurz raus, das Ganze flicken. Treppen muss man dann natürlich später noch einpacken, falls man eine Inneneinrichtung macht. Kann das hier weg? Nein, kann das natürlich nicht. Toll. Und wo war die Riefe? Hier war die Riefe. Genau. Einmal dicht gemacht. Hier oben sieht das eigentlich halbwegs vernünftig aus mittlerweile. Hier, das könnte man vielleicht noch mit Quarz ausfüllen oder so, aber im Moment nicht notwendig. So, es regnet. Haben wir das Haus komplett verschlossen? Das ist erstmal die wichtigste Frage. Ja, haben wir. Und ich finde, es sieht akzeptabel aus, oder? Kann man so lassen, ha? Huh? Ich würde sagen, das war's von diesem Tutorial. Das sind jetzt doch nur zwei Parts geworden. Halt, der zweite wahrscheinlich ein bisschen länger. Ich kann es nicht einschätzen. Ach, toll. Einmal das Tee weg. Dankeschön. So. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen dicken Daumen nach oben da. Lasst mir gerne einen dicken Daumen nach oben da. Da freue ich mich immer sehr drüber. So rum. Wenn ihr neu dazugekommen seid, schaut auf meinem Kanal vorbei. Da freue ich mich fast noch mehr drüber. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, baut fleißig weiter. Ciao, haut rein.